Öl, Reis, Zucker, Essig, Weizenmehl und die Chemikalie X. Und so entstanden die Powerpuff Girls. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Butch Bob, Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Macintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bob 42 und der Macintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Und ich bin Mike. Und hallo, wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst ein Like da, Abo, Glocke, kommentieren, Discord. Und wenn meine Berechnungen gerade im Kopf stimmen, wovon ich nicht ausgehen würde, müsste das hier die 201. Folge sein. Happy Birthday! Happy Birthday to you. Also wie gesagt, nagelt mich vielleicht nicht drauf fest, ich bin mich hundertprozentig sicher. Aber ich meine, dass wir vorhin die 199 hatten. Die 200 ist ja dann was Besonderes. Ein bisschen was Besonderes, ja. Möchte ich hier in der Aufnahme jetzt nicht spoilern. Nein. Aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ja. Es war auch wirklich cool, Matt Damon endlich mal live zu treffen. Was? Hä? Hey, du weißt doch, was das 200 ja, das Special Mensch, beinhaltet. Ich ja. Meine also ganz alle wissen es, weil es haben alle gesehen. Stimmt. Der macht gar keinen Sinn darüber jetzt. So der gealterte Schleimmakrelenlaich, kommt der auch zum Verkauf? Verkaufen, der ja. Der wird verkauft, ja. Okay. Ja, die Schleimmakrelen haben wir eigentlich auch nur, weil sie den Teich grün färben. Ah, okay. Also, weil es gibt halt, die meisten Fische färben die Teiche nicht. Und wir haben uns quasi nur die Fische zugelegt, die den Teich, die Teiche einfärben und halt den Stör, weil der ja genau. Echt ein Kaviar und so dann halt. Oh, die Melonen sind reif. Oh, Mike, bist ja. Du schon hier auf der Insel? Bei euch bin ich noch nicht, aber ich komme dann jetzt. Sehr gut, weil Butch, dann bleibt man noch kurz hier. Da können wir nämlich gleich mal zum Schlemmerfrosch gleich machen. Ah, mal stimmt. Weil jetzt sind ja die Melonen, die er verlangt hat, sind ja jetzt hier. Ah, Melons! Und so, reif und so. Nice, 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 nice. Das erinnert mich noch an die Zeit, als ich Penny umgeahnt hatte. Melons! Mit Melonen? Ja, gib ihr Melonen und du kriegst Melonen. Oh ja. Hm. Was braucht man denn? Ach, für Ginger Ale braucht man auch noch Zucker. Hm, okay. Und Ginger brauchst du dafür. Na, Ginger ist schon ja, im das Kühlschrank, haben wir ja aber Zucker noch nicht. So. Haben wir Zucker überhaupt schon mal hergestellt? Nö. Ich glaube, ist auch aufwendiger, den herzustellen, als einfach zu kaufen. Meinst du? Also in dem Spiel hier. Ja, und im Real Life wahrscheinlich auch. Natürlich in dem Spiel. Also das, was anderes habe ich wirklich nicht gemeint, aber. Was anderes gibt's auch einfach gar nicht. Ja, es gibt kein Real Life. Schon so? Was ist dieses Real Life, von dem alle so reden und warum mögen sie es so? So, Mike, wo bleibt der Mike? Weg? Wo bleibt der Mike? Wo bleibt der ja, Mike? Ja, ich bin gerade nach dem Schiff. Nach dem Schiff dahin. Nach dem Schiff bin ich hingegangen. Warum fehlen hier einzelne Pflanzen? Es gibt so, jetzt komme ich, komm ich nach euch. Ach, nach nee, der Insel. Ja. Ich komme jetzt nach der Insel. Könnte ich ja abholen. Bin schon da. Jetzt fahre ich über den See. Achso, hi. Oh. Renn einfach an mir vorbei. Hi, wow. Hui. Hallo. Hallo. Na dann. Hi. Auf zum Froschle. Auf zum Froschell. La, 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 la. Da bin ich. Und los, los geht's. 3, 2, 1. Let's go. Ich spreche ihn an. Ich spreche ihn an. Alle müssen ihn ansprechen. Mike? Ja. Ja, ich bin. Ah, das ist ein Gelob. Ich kann das ihn nicht ansprechen. Er tut nichts. Weil ich ihn angesprochen habe. Okay. Oh. Warte, ich mach nochmal. Ah, nee. Züchte dich für mich, da rosa Ding, da saftiges Ding. Das hat er ja letztes Mal schon gesagt. Du lässt das Ding jetzt draußen wachsen. Ich sag mal ja. Und jetzt passiert was. Oh, shit. Oh, hi, Frosch. Gut, schließ vor. Ja, Bombo rosa, Bombo saftig. Bringt mich zurück in die gute alte Zeit. Sonnige Tage, an denen alles süßer war. Ich möchte einen großen, saftigen Bombo-Bissen nehmen. Aber ich werde es nicht. Cool. Krass, ey. Voll die Selbstbeherrschung.
Ja. Achso, jetzt sagt er zu mir noch Quarkark. Ja, vielen Dank. Das bringt mich zurück an die guten Zeiten vor langer, langer Zeit. In einer Galaxie weiter. hier, das da für dich. Tschatsching! 5 Walnüsse. So, quatsch du ihn mal noch an, Butch. Da landwimmelt eins von frisch. Ich wünsche, ich sehe das noch einmal. Ich will da lange gelbe Ding sehen. Da, Ding im Wind weht. Du lässt da Ding jetzt draußen wachsen? Ja. Er meint wohl Bananen. Quark, du wächst nicht, was ich mir wünsche. Lass das Ding wachsen, komm zurück zu mir. Oh ja. That's what she meant. Oh ja, das werden wir tun. Ja, das lange gelbe Banane. Ding, was im Wind und so. Nee, nicht Banane. Ja, das wegen ist dem Wind, wegen dem Wind ist klar, dass es wahrscheinlich nicht Banane ist, aber langes gelbliches Ding. Es ist einfach nur. Nee, Weizen. Ach, Weizen, das ist im Wind wieder. Ja. Das heißt, ich will ja sowieso schnell aufs Festland zu Clint. Warte mal, hier was mache ich mit den Melonen eigentlich? Ernte ich die ab oder lasse ich die stehen? Ja, ernte mal ab. Du kannst alles abernten, was da ist. Und was mache ich dann damit? Verkaufen? Die eine gute Qualität haben, verkaufen, die normal sind, in den Kühlschrank. Ich glaube, ich habe gerade 2 goldene Walnüsse geerntet. Ja, das passiert beim Ernten. Ich habe gerade Leo angesprochen. Und was sagt er so? Einmal, ich war nachts auf der Spitze des Vulkans und ich sah Lichter weit, weit weg. Ich frage mich, ob es da draußen noch andere Vogelfamilien gibt. Nein, das war Silvester. Sag ihm, das war Silvester. Ich kann ihm leider nichts sagen. Ja, dann muss er damit leben, dass er dumm stirbt. Ach, hier ist ja so richtig Herbst hier im Tal und so, ne? Kriegt man auf der Insel gar nicht mit. Das stimmt. Da sind auch überall Pilze, also müsst ihr aufpassen, nicht, dass ihr aus Versehen so einen isst und ein bisschen rumtrippt. Wie im Schwimmbad. Bisschen trippen. So, ich sag jetzt 16. Nein, es ist ja Freitag. Passt überhaupt nicht zu meinen Modellen. Es ist Freitag, Clint ist gar nicht da. 16 passt da auch nicht, okay. Ananas, Dingsbumswurzel und Melone verkaufen? Na, wie gesagt, wenn Qualität und so, dann ja. Wenn keine Qualität, kein Sternchen dran, dann in den Kühlschrank. Zum Kochen. Ah. Und Silbersternchen auch oder nur Goldsternchen? Silbersternchen kannst du auch verkaufen. Achso, ich gehe mal dann jetzt zu Pierre und kaufe hier mal Weizensaat. Ich hoffe, der hat welche. Ja. Sehr gut. Ich mach mal. Ja, 10 Stück reicht ja, ne? Ja. Ja, was weiß ich. Dann kann ich auch gleich mal. Pass auf, dann kaufe ich mal von ihm hier noch ein bisschen Zucker. Zuckerei. Mach mal Zuckerei. Bisschen Weizenmehl. 100 ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Du nimmst ein Ei, haust da 2-3 Eigelb rein und verrührst das mit Zucker. 2-mal Bier mit Erdbeerjoghurt. Kauf dir mal einen anständigen Mixer. Ja, besser ist das. Großartig. Was kann ich denn hier noch tun? Gut, zur Insel komme ich jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr zurück. Nein. Weil wir haben ja auch den Inselobelisk noch nicht. Ja. Dann wäre ich einfach mal hier noch ein bisschen. Obwohl, ich gucke erstmal noch auf dem Hof. Oder, nee, obwohl auf dem Hof hast du ja heute schon alles gemacht, Mike, oder? Als du hergekommen bist? Das meiste, würde ich behaupten. Ich weiß, ich habe bestimmt wieder die Hälfte vergessen, aber ich war im Gewächshaus, ich habe ein paar Tiere gestreichelt. Ah, okay, perfekt. Ich habe ein bisschen mit den Fischen rumgemacht, beziehungsweise da hier. Da so hier Kaviar und so abgeerntet. Genau. Ja. Ja. Okay. Gut. Ah ja, hier ist wieder ein bisschen. Aber so, mir ist halt bei mir fällt halt die immer Krabben wieder auf. Die Krabben haben uns einen Stock gebracht. Danke. Nett. Man kann hier so viel Zeug machen, manchmal bin ich halt einfach hart überfordert, weil das halt nicht meine Kistenordnung ist und manchmal fallen mir Dinge ein, manchmal vergesse ich sie und. Das ist überhaupt nicht schlimm, wir sind hier sehr anpassungsfähig. Und manchmal bin ich komplett Brain AFK. Das ist aber wirklich bei Stardew Valley. Eigentlich ist es ja so ein entspanntes Spiel. Du hast ja eigentlich überhaupt keinen Zeitdruck, ne? Also ja, so eigentlich. Weil es ist ja Open End. Ja, aber wenn der Tag nicht so schnell vergehen würde. Ja, aber genau, aber man macht sich halt irgendwie trotzdem so diesen Stress.
So, ja. Ich will das Community Center so schnell wie möglich irgendwie fertig haben. Ich muss noch das. Oh, jetzt ist die Maschine ja irgendwie fertig. Oh, ich habe die Tiere noch nicht gestreichelt. Oh, ich muss jetzt noch irgendwie das und das abernten, das aussäen. Wie viele Tage habe ich noch Zeit für die und die Frucht? Und oh, ja, genau. Dann musst du dich mit den ganzen Bewohnern ja eigentlich auch noch anfreunden. Und ach. Oder dich halt entscheiden, das weniger zu tun, aber dann spielst du das Spiel auch wieder nur zur Hälfte. Ja, na, ich mache das so, das dass Gefühl, ich mit nicht den, voranzukommen. Na, ich mache das mit den Bewohnern sowieso. Also ich socializen mache ich halt erst, wenn ich alles andere fertig habe. Ja, so ähnlich mache ich das manchmal tatsächlich auch. Also wenn sich das so ergibt, dann verschenke ich auch mal was oder erfülle mal einen Auftrag oder so. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich mir sage, ah, oh, nee, lass mal, das mache ich dann irgendwann später. Ja, normalerweise ist es halt eigentlich gut, wenn man ja sich mit denen anfreundet und so, weil die schicken einem ja auch dann so Rezepte und Items und so. Ja. Also vor allem die Rezepte, das ist dann immer sehr geil. Aber oh, ich finde es halt trotzdem irgendwie anstrengend. Ja. Hä, ich habe hier gerade einen Stein zerkloppt, da sind 4 Muscheln runtergefallen, aber die kann ich nicht aufheben. Mike, bei mir stehst du einfach nur da rum. Ja, ja, ich bin wieder Server. Da haben wir. Hab mich gerade schon gewundert, warum du einfach nur da rumstehst. Ja, ich dachte schon so, hä, warum kann ich das nicht aufheben? Alle Jahre wieder. Guck mal, bist du gleich wieder da. Alle Jahre wieder stürzt der Herr Mikey ab. Flieg vom Server sich an wie ein Sauf-Song. Und kommt aber ganz schnell wieder drauf. Ja, nee, jetzt bin ich natürlich wieder auf dem Festland. Oh, ja, cool. Ja, oder auch nicht. Ja, ich bin auf dem Festland. Ja, apropos Festland. Bob, hast du noch Themen? Ach so. ja, tatsächlich. Moment, lass mich kurz auf meinen Zettel hier gucken. Nein. Ach ja, fremde Leute. Ja, fremde Leute ist ein gutes Thema. Fremde Leute. Worum geht's? Und zwar trug es sich zu, dass ich gehört habe von einem Kind, wo also die Eltern sagen ja immer so, ne, steig nicht zu fremden Leuten ins Auto, unterhalte dich nicht mit Fremden, bla, warum denn, so, warum und solche denn nicht? Sachen. Das, ne, macht doch Spaß. Tatsächlich habe ich mich das auch so ein bisschen gefragt. Also auch dieses, warum eigentlich nicht? Also klar, als Kind und so, ja, ne? Du kannst dich nicht wehren, wenn da irgendwelche komischen Leute unterwegs sind. Entführung, aber ich finde es halt, trotzdem extrem krass, wie man Kindern oder auch anderen Leuten dann einbläuen muss, dass sie bei Fremden nicht mit sollen, nicht mitgehen sollen oder was auch immer. Und dadurch halt so dieses ganze Vertrauen in die Menschheit generell einfach völlig erschüttert ist. Ja. Also so wisst ihr, was ich meine? Weil ich denke mir so, ich habe auch schon echt coole fremde Leute getroffen. So, ne? Die halt ja, offensichtlich, nicht sonst direkt du ja Triebtäter nicht mehr da sind. Sonst genau. Du ja nicht mehr da. Und die das, nicht direkt das dann halt so, also, Triebtäter sind. Die werden ja, genau, dann immer erst später Triebtäter. Nee, aber so weißt du, so es ist so, ich finde es immer schwierig, also da wahrscheinlich auch diese Gratwanderung zu schaffen, weil eigentlich willst du ja dein Kind zu einem sozialen Wesen zum Beispiel erziehen. Und ich habe gerade eine Truhe gegossen, sehr gut. Schön. Zu einem sozialen Wesen erziehen, was so, ne, kontaktfreudig vielleicht auch ist, so ein bisschen Socializer irgendwie so in die Richtung. Aber auf der anderen Seite versuchst du dem Kind natürlich beizubringen, so, ey, hier, ne, Fremde sind irgendwie, also das ist ja das Blöde, man pauschalisiert es ja dann irgendwie so, ja, alle Fremden sind erstmal potenzielle Triebtäter. Mm. Und das ist halt so, oh, das finde ich so schwierig, ne, weil, keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Was ist eure Meinung dazu? Willst du erstmal anfangen? Sonst mache ich. Also es muss jetzt nicht unbedingt nur auf das Thema Kinder bezogen sein, ne? Also es kann auch so generell auf einfach so Menschen bezogen sein. Ja, weil manche sind ja auch wirklich einfach kontaktscheu. Ja, ich finde es aber echt schon, da ist schon ein Unterschied, ob das jetzt Kinder sind, also ob man das wegen Kinder sagt oder ob man das als normaler Erwachsener sagt. Und für sich so entscheidet. Fremde Menschen sind erstmal nicht so das Problem. So, es kommt immer drauf an, wann. Und auch für fremde Menschen gibt es den richtigen Zeitpunkt, finde ich. Also aus erwachsener Sicht jetzt erstmal. Ja. Weil so im Alltag und so weiter muss ich nicht unbedingt neue Leute kennenlernen.
Weißt du? 50? Ja, schaffe ich nicht. Ich hab's geschafft! Ich bin auf der Veranda eingeschlafen. Ich im Dreck. Ich hatte es zwar einen Blick, ihr lasst das ganz schön schleifen. Ach, hör doch auf. Ja, also ich stimme euch da mit den fremden Leuten so ein bisschen zu. Es gibt Zeiten dafür. Und man kann auch tatsächlich überrascht werden. Aber so im Großen und Ganzen sind mir die meisten Menschen, glaube ich, eher suspekt. Aber ich habe auch Bock, neue kennenzulernen. Was man für Erfahrungen gemacht hat, ne? Ja. Ist das jetzt nicht schon das Ende von der letzten Folge gewesen? Nein. Nö. Ah, ja, okay. Wir haben wahrscheinlich zwischen den Folgen kurz gelabert. Ja. Ja. CC. CC, muy bien. Ay. Ayúdame. Jedenfalls aus Kindersicht finde ich das nochmal ganz anders, weil einem Kind beizubringen, ey, man redet nicht mit Fremden, hat halt mehrere Aspekte. Einmal den Aspekt natürlich, man sollte nicht jedem trauen, vor allem wenn er das Kind anspricht und so weiter, soll es halt nicht irgendwie einfach mit Fremden mitgehen, nicht ins Auto steigen und so weiter. Und ich finde, das ist schon leider ja berechtigt. Also muss man ja sagen, das kommt ja aus der, gibt ja genug Fälle, selbst im Kontext, wo es eigentlich geschützt sein sollte, das Kind, so in Kita oder so weiter, gibt es ja auch, hört man ja auch oft genug von irgendwelchen Übergriffen und so weiter. Es ist schlimm, aber man muss den Kindern eben beibringen, so, nicht jeder Erwachsene ist automatisch dein Freund. Und auch nicht jeder Mensch ist automatisch dein Freund. Und so. Auch nicht jeder, der, und auch nicht jeder dein Feind. Das ist halt das, auch das wichtig. Auch. Ja. Aber als Elternteil hat man nun mal eben auch die Verantwortung, das Umfeld für die Kinder zu bestimmen. Ja. So, und gerade auch mit welchen Leuten es sich umgibt. So bei Kindern, das kannst du natürlich nicht, also das, was die da in der Kita treffen oder in der Schule, das kannst du natürlich nicht beeinflussen, aber mit welchen Erwachsenen die Kontakt haben, das kannst du ja beeinflussen. Ja, ich denke mal auch, das ist auch ein riesen Balanceakt, irgendwie dem Kind klar zu machen, hey, pass auf, die Welt ist ein düsterer, dunkler, furchtbarer Ort. Die Welt kann aber auch schön sein. Ja. Und das in einer guten Balance hinzubekommen, damit so ein Kind weiß, okay, nicht jeder, der nett zu mir ist, ist auch wirklich mein Freund. Und mir kann was passieren, aber auch so, es kann aber auch schön sein, da zu sein und zu existieren und Menschen kennenzulernen und sowas. Ich hatte jetzt tatsächlich in den letzten, oder ich hatte schon öfter Begegnungen mit Kindern, die ich unangenehm fand, muss ich ehrlich sagen. Weil dann Kinder einfach, ich sitze zum Beispiel im Zug und bin noch nicht allein und spiele halt auf meinem Handy irgendwie auch mit der anderen Person, wir spielen da ein Spiel zusammen und da kommen halt so Kinder und glotzen einfach so auf das Handy drauf. Also kommen halt richtig nah und gucken sich das so an und mit dem Gesicht direkt übers Telefon so und auch in einem Alter, wo man schon sagen kann, hey, Personal Space, Junge. Man geht nicht zu fremden Leuten einfach so hin. Ja. Dann habe ich gesagt, ich kenne dich nicht, geh bitte weg. Wie oft ich diesen Satz schon zu Kindern sagen musste. Ja. Eigentlich bringt man seinen Kindern bei, wie du gesagt hast, so, man redet nicht mit Fremden, man redet schon gar nicht mit fremden Erwachsenen und so weiter. Ich werde andauernd angesprochen. Ja, es gibt ja auch Kinder, die sind so, die sind so unscheu, dass die dir so halb auf den Schoß klettern, weil sie sagen, ah ja, netter Mann, so, und du denkst dir so, nee, geh mal, wer bist du denn? Geh mal weg, was soll das hier werden? Die haben gar keine körperlichen Grenzen mehr. Ja. Also schon gar, also ihre eigenen schon, aber nicht mehr die von anderen. Ich finde, das ist ist schwierig. Da hat ist auf sehr jeden schwierig. Fall Parenting Problems quasi. Ja. Weiß nicht, es ist schwer auszuhalten und ich will ja auch nicht irgendwie zu den. Ich muss dann den Erwachsenen sagen oder den Eltern sagen, hey, ihr Kind rückt mir gerade auf die Pelle. Weil die stehen daneben und die interessiert das nicht. Ja, oder sie finden es schön. Das,
Sie finden es schön, weil das Kind ist ja so lieb und, ne, und alles. Das finde ich noch schlimmer eigentlich. Ja. Nee, ja, weil das sind ja genau die Kinder, die dann später an die falschen Leute geraten könnten. Wenn die so ja, näher, also du sorgst auf jeden Fall nicht dafür, dass ein gesunder Abstand zu anderen Menschen entsteht. Ja. Weil es geht ja auch nicht einfach nur darum, das Kind könnte irgendwie entführt werden oder irgendwer will dir was Schlechtes, sondern vielleicht findet der andere Mensch das auch einfach nicht okay, wenn man ihm so auf die Pelle rückt. Ja. So. Richtig. Das sehe ich auch so. Ja. Willkommen zu meinem TED-Talk. Ja, aber also, weil, ja, wie gesagt, ich fand's halt nur krass, als ich dann so drüber nachgedacht hatte, so, wie findest du genau diesen Grad, dem Kind beizubringen, dass es halt eben nicht jeden Fremden anquatscht und Personal Space so beachtet und respektiert und bla. Und wie aber halt auch nicht so ein völliger, aber dann halt nicht so ein völliger Soziophob dann halt einfach wird. Ja, nicht, so, dass man das Kind völlig verstört, genau. Weil es überall Feinde und Gefahren sieht. Genau. Nee, ich glaube, das passiert auch nicht, aber wenn man irgendwie dem Kind beibringen kann, hey, wenn ich als Erwachsener, wenn ich dem guten Tag sage, der Person, dann ist das auch erstmal okay, wenn du da guten Tag sagst oder so. Ja gut, guten Tag sagen ist ja... Nee, ich meine jetzt, also jetzt... Selbstverständlichkeit. Du sprichst halt nicht einfach so jemanden auf der Straße an. Also auf gut Deutsch, wenn ich den kenne, dann ist das okay, dann kannst du den auch anlabern. Aber wenn ich den nicht kenne, dann halt Abstand. Ja. So nach dem Motto. Ich überlege halt dann so eine Situation wie, also was hatte ich halt auch schon öfter, dass mich dann Leute halt anquatschen auf der Straße, also mich jetzt erwachsen, Bob, mich anquatschen, weil sie halt einfach nur irgendwas wissen wollten, nach dem Weg gefragt haben oder irgendwie sowas. Ja, okay, ja. Und ja. Da habe ich mir dann immer so gedacht, so, shit, ey, und wenn jetzt meine Eltern mir irgendwie beigebracht hätten, dass jede Person irgendwie schlimm ist oder so, also dann bist du ja automatisch ungewillt, denen irgendwie zu helfen, so, also... Ja, oder zu fragen. Ach, weiß nicht. Ja, oder zu fragen, weil du dich gar nicht traust, andere Leute zu fragen. Ja, aber dir wird ja auch beigebracht. Weil die ja von dir denken, dass du ein Triebtäter bist. So, aber das ist so schwierig irgendwie. Nee, ich glaube, es wird ja einem eigentlich auch beigebracht, so, in welchen Situationen, so. Okay. Ja. Beziehungsweise wird dir als Kind oder als Erwachsener, weißt du auch, ich frage jetzt nicht unbedingt ein Kind nach dem Weg. Ja, gut. Ja. Ja. Und wenn dann halt ein Erwachsener oder ein junger Erwachsener dasteht, die kann man dann schon mal fragen, so, ich bin ja auch schon auf der Straße angesprochen worden, von wegen, hey, mein Handy ist irgendwie tot, kann ich mal kurz deins haben, ich muss mal jemanden anrufen. Ich so, ne klar, machen wir das jetzt, also selbstverständlich. Aber da war ich halt auch schon erwachsen. Na, als ich Kind war, gab es ja noch Telefonzellen überall und so Karten für Telefonzellen und sowas. Und dann hatte ich halt immer so eine Karte in der Tasche und konnte dann einfach gerade wenn man in Berlin groß wird, kannst du halt einfach in die nächste Telefonzelle gehen und irgendwo anrufen. Aber das ist ja heute nicht mehr so. Heute hast du Handys. Kurze Frage, ist jemand von euch gerade noch auf dem Festland? Nee, ich bin gerade zurückgekommen. Ich bin wieder auf der Insel. Kann mindestens einer von euch so eine Kupferpfanne aus dem einen Werkzeug, auf der einen Werkzeugekiste mal mitbringen? Weil der Professor Snay hat mir gerade gesagt, weißt du, ich wette, wenn du etwas schwenken würdest, könntest du im nahegelegenen Fluss interessante Dinge finden. Ah. Okay. Also wahrscheinlich muss man hier einfach nur mit der Kupferpfanne hier mal ein bisschen das Wasser durchsieben. Soll ich ein oder zwei mitbringen? Kannst du auch gerne zwei mitbringen. So. Kannst ja einen auf den Kopf setzen. Take them all. Da habe ich einen Knochen. Achso. Da habe ich leider keinen Platz. So Kopfschmerzen, also deswegen zu dem Thema nochmal, also wie gesagt, ich wollte es gar nicht so krass auf Kinder in dem Sinne lenken, sondern eher, dass man halt Kinder in die Richtung erzieht, dass sie vielleicht dann weniger hilfsbereit fremden Menschen gegenüber irgendwie sind oder so. Also dieses generelle Missvertrauen so auf dieser ganzen Welt einfach. Ich glaube, dass das gar nicht jedem, so extrem aber ist, sondern dir wird ja eigentlich als Kind dann auch beigebracht, hey, wenn jemand zu dir sagt, deine Mama schickt mich, ich soll dich abholen, komm in das Auto rein. Was ist das Codewort? Genau. Das ist das Beste so. Deinem Kind einfach beibringen, mit den Kindern es gibt ausmachen. Ein vereinbartes Codewort. Ja, eigentlich auch traurig, dass man sich sowas überlegen muss, ne? Ja. Ich habe mal von einer Story gehört, das fand ich so niedlich, wo eine Mutter und
Kind irgendwie ausgemacht haben, wenn die irgendwo zu Besuch sind oder wenn die auf irgendeiner Familienfeier oder Feier sind und so weiter, dass die sich da ein Codewort quasi überlegt haben, dass der andere sagen kann, damit die dann wissen, okay, jetzt hauen wir ab. Ah, oder ich fühle mich nicht wohl und ich möchte jetzt gerne gehen. Und was war das Codewort? Praktisch. Das weiß ich nicht mehr, aber das war cool. Ich komme übrigens nicht mehr auf die Insel. Obwohl, ich habe noch einen Inseltotem. Ja, brauchst du jetzt nicht dafür verbrannt. Das ist jetzt nicht zeitkritisch. Das Codewort ist grüner Ingwer. Grüner Ingwer. So. Dann habe ich hier mal ein paar Zutaten mitgebracht. Öl, Reis, Zucker, Essig, Weizenmehl. Zucker. Und so entstanden die Powerpuff Girls. und die Chemikalie X. so, Pilz, bla. So, und jetzt müssten wir doch, was kann man jetzt hier machen? Kartoffelpuffer, Brot, Sashimi, Ginger Ale. Weil Ginger Ale steigert das Glück. Nur mal, dass das Das wisst. Stimmt. Wenn ich Ginger Ale trinke, geht es mir auch viel besser. Bob, hast du Ginger Ale da fürs Wochenende? Ich glaube nicht. Okay. Aber ist ja kein Problem, kann man ja besuchen. Dann ach, ich muss generell noch sagen, du hast mir noch nichts gesagt, irgendwie so. Ich habe gar nichts gesagt. So, du hast mir noch nicht mal gesagt, wann du auftauchst. Das stimmt. Hat Rieke vorhin schon so gefragt, ja, wann essen wir denn dann überhaupt und so. Ich so, hat mir nichts gesagt. Warte, 9 bis 10.30 Uhr, ich bin so gegen, ich denke mal so, zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr müsste ich bei dir sein. Ah, okay, das ist ja, okay, dann könnten wir ja sogar beide Spiele schaffen. Ja. Geil. Hoffe ich doch. Mike, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Mike, also bei mir stehst du an dem Briefkasten. Bist du noch da? Ja, Mike, ja, ich stehe auch am Briefkasten. Ich klicke die Briefe alle mal an. Okay. Und das ist gut, du. Dir fehlen nämlich noch voll viele Briefe. Ja, ja. Du hattest ja immer die ganzen Briefe nicht gelesen. Ja, ja, genau. Deswegen tue ich es jetzt. Und ach, übrigens, ich lese gerade alle Briefe, ne? Weil ich habe die noch nicht gelesen. Ah, aber apropos Briefe. Ja. Die Schatzkarten müssen wir mit dir noch machen. Das stimmt. Die Schatzkarten. Das habe ich nämlich in dem Let's Play von der Macintosh gesehen. Ach so, ja, ja, richtig. Oben, ich habe da so ein, zwei gefunden, gefunden und hatte Vermutungen angestellt. Und ich dachte mir so, ich weiß mehr als du. War ich denn mit den Vermutungen einigermaßen richtig oder ist es komplett falsch gewesen? Wenn ich mich richtig entsinne, hast du also nicht absolut falsch gelegen, aber doch einen falschen Ort oder einen falschen Ansatz gehabt. Ah, okay. Oh, eine goldene Kokosnuss aus einer Palme gezogen. Geil. Es ging ja um diesen wahrscheinlich, das sah aus wie dieser See, der vielleicht der auf meinem Grundstück sein könnte. Genau, ja, genau, ja, ja, ich erinnere mich. Das war so eine Vermutung. Es ist aber nicht der See. Ah, okay. Das ist die Info. Naja, man kann ja nicht alles wissen. Ne? Ich bin schon wieder. Ja, alles gut. Ich hab grad Blumen gegossen und da bin ich vom Server geflogen. Also das weißt du in Spiel Zukunft keine Blumen mehr gießen. Ja, richtig. Ja, Scheiß auf dem Flowers. Aber welche Blumen hast du? Achso, du meinst, die Pflanzen. Ja, auf der Insel. Ich hab so überlegt, wir haben ja auch gar keine Blumen auf der Insel, aber ja. Ja, nee, die Pflanzen da. Ich mach das mal noch fertig dann. Achso, du landest ja jetzt wahrscheinlich sowieso wieder auf dem Festland. Ah, oh, ja, natürlich. Das heißt, ich muss heute Nacht nicht alleine schlafen auf dem Hof. Ja, ist richtig. Ist ja nicht so, dass deine Frau und deine Kinder noch da wären und meine Frau und die Katze. Und ich. Und Mike jetzt auch noch. Das ja, ändert nichts an meiner Aussage. Doch, ein bisschen. Ich habe eine Kaffeemaschine. Ich habe eine Kaffeemaschine im Inventar. Die habe ich, glaube ich, durch die Briefe bekommen. Und einen Bonsaibaum auch. Und Mahagoni-Samen. Der Bonsaibaum stand bei dir bestimmt auf dem Tisch. Ich glaube, das war in deinem Let's Play auch so. Du hattest dann auf einmal einen Bonsai in der Hand. Und ich den hast du von deinem Tisch aufgehoben. Auf meinem Tisch steht er immer noch. Oh. Ich stehe gerade davor. Von einem anderen Tisch geklaut? Ja, vielleicht. Es könnte aber auch sein, dass ich den einfach bekommen habe, denn ganz am Anfang ist auf dem Tisch diese komische Schale. Okay. Das weiß ich nämlich noch.
als ich mit Stardew Valley angefangen habe, da gab es irgendeine Folge, gedacht, weil du den Standardruf gewählt hast. Ja, 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 und dachte dann, ist das vielleicht ein Napf für eine Katze oder irgendwas? Oh, 51? Das war gerade lustig, ey. Achso, ich glaube, der ist über den Boden gekrabbelt oder das sah gerade richtig lustig aus. Oh, toll. Gab wieder ein bisschen Money. Ja. Hallo. Nice, nice, nice. Ja, geil. Wenn ihr sehen wollt, wie wir noch mehr Money scheffeln und wie wir über noch ein weiteres Kinderthema in der nächsten Folge dann sprechen, weil ich noch eins vorbereitet habe, dann gern Abo dalassen mit Glocke. Dann kriegt ihr das auch mit hier, wenn die Folge hochgeht, ne? Like dalassen, wenn es euch gefallen hat. Kommentar gern. Hier, Butch schreibt immer irgendwelche Kommentarsachen. Antwortet da ruhig mal drauf. Genau. Tut mir den Gefallen. Und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder, wenn ihr bis dahin die anderen 7 Folgen Stardew Valley bei der Macintosh geguckt habt. Natürlich. Ja, müssen ja 7 Folgen. Ja, ja. Weil jeden Tag eine Folge, genau. Gut, Jungs, dann sehen wir uns wohl am 7. Tag des Herbstes von Jahr 4 wieder. Geil. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.